Es ist schon Nachmittag und einige Besucher verlassen bereits die Insel Mainau. Es weht ein starker Wind, vielleicht ein Vorbote der Herbststürme. An der Teichanlage beobachtet ein Graureiher in aller Ruhe, bewegungslos, die für ihn viel zu großen Spiegelkarpfen. Diese lassen sich auch von den hin und her schwimmenden Enten nicht stören. Das Palmenhaus ist abgebaut und wird renoviert. Erst in einigen Wochen wird es wieder aufgebaut, um die Palmen in der kalten Jahreszeit zu schützen. Wie bei einem Urlaub in der Südsee sitzen wir bei Kaffee und Kuchen im Schatten der Palmen. Die Aussicht von der Schlossterrasse zeigt jedoch den Bodensee mit Schiffen der Weißen Flotte und Meersburg im Hintergrund. Inzwischen ist es 17 Uhr und die tiefstehende Sonne beleuchtet nicht nur die Schlosskirche und das Barockschloss, sondern auch die Bananen und weitere blühende Pflanzen nahe dem Gärtnerturm. Einige der Rosen im italienischen Rosengarten sind kurz vor dem Verblühen. Der Höhepunkt auf der Insel Mainau im September und Oktober sind die blühenden Dahlien. Über 250 verschiedene Arten auf über 2400 Quadratmetern wurden gepflanzt. Die aus Mexiko stammenden Dahlien sind sonnenverwöhnt und erstrahlen in allen erdenklichen Farbschattierungen, Formen und Größen.